Ja, du hast gerade die Elster angesprochen und das ist natürlich immer so ein emotionales Thema für einige Menschen, weil wir haben gerade, oder du hast gerade angesprochen, dass die in der freien Landschaft immer weniger werden, dafür in den Städten gefühlt zumindest auch immer mehr. Und ja, und dann heißt es immer so, ja, die Elster hat meine Amsel gefressen und die bösen Elstern und ohne die Elstern hätten wir viel mehr Singvögel. Wie siehst du denn das Thema? Ja, ich habe ja lange beim NABU gearbeitet und die Anrufe kenne ich sehr wohl. Manchmal ist mir sogar gelungen, neue Mitglieder zu gewinnen, aber manchmal wünschen sie dir den Tod an Hals. Die Elster ist ein Opportunist, also ein Nahrungsopportunist, die frisst alles. Und ihr ursprünglicher Lebensraum ist eben die halboffene Landschaft, wo sie in den Dornhecken und in den Dorngebüschen gebrütet hat. Weit weg möglichst von geschlossenen Waldrändern, weil da der Habicht sitzt. Das gibt es alles nicht mehr. Sie braucht auch zur Nahrungssuche offene Böden oder sehr kurzrasige Böden. Und durch die Umstellung von Sommer- auf Wintergetreide findet sie das auch nicht mehr. Und deswegen ist sie in die Städte und die Dörfer gewandert, fand dort zunächst mal ideale Lebensbedingungen. Kleinräumig gekammerte Landschaft, offene Rasenflächen und ein hohes Nahrungsangebot in Form von Abfällen und natürlicher Regenwürmer und sowas. Gleichzeitig mit der Elster sind auch viele andere Vogelarten verstädtert. Das heißt, da wo wir die höchste Elsterndichte haben, haben wir in der Regel auch gleichzeitig die höchste Kleinvogeldichte. Und natürlich nimmt die Elster zur Brutzeit auch Gelege und Jungvögel aus. Das machen andere auch, das macht das Eichhörnchen, das machen die Katzen, das macht der Buntspecht. Und keiner würde sagen, es gibt zu viele Eichhörnchen oder Buntspechte. Die sind halt ja niedlich. Bei der Elster ist ja nun so, klar, wenn ich am Balkonkasten Amselgelege habe, dann und sehe, die Elster räumt das aus oder zerhackt die schon ausgeschlüpften Amselküken, ist das natürlich erstmal furchtbar. Ist aber nichts anderes, als wenn ein Löwe einen Zebra reißt. Und eine Amselbrut im Balkonkasten heißt auch, das ist ein sehr pessimaler Lebensraum, ein sehr schlechter Lebensraum von jungen, unerfahrenen Amseln, die nichts Besseres gefunden haben. Und wenn alle jungen Amseln überleben würden, die Amsel kommt, ist die häufigste Vogelart in Deutschland, wenn die alle überleben würden, dann würden wir binnen kürzester Zeit durch meterhohe Schichten von Jungamseln warten. Ja, so ein Amselpaar braucht ja eigentlich, um die Art zu erhalten, nur wieder zwei Jungvögel, die sich dann irgendwo fortpflanzen. Genau. Und wie viel Bruten macht so eine Amsel in ihrem Leben? Mit wie vielen Jungvögeln? Also kannst du das mal? Normalerweise die Waldamseln 2 Bruten. Aber in der Stadt, wo die Verluste höher sind, auch wenn die Elster sie nicht erwischt, dann die Jungamseln können noch nicht richtig fliegen, wenn sie das Nest verlassen, hüpfen am Boden rum, kommt die nächste Katze so. Oder das nächste Auto. Das heißt, die Verluste sind extrem hoch. Und trotzdem ist die Amsel nicht nur im Siedlungsraum, sondern überhaupt die häufigste Vogelart. Sie brüten nämlich ein drittes, ein viertes und hoffentlich auch ein fünftes Mal. Und wenn sie insgesamt 2 Vögel groß kriegen, reicht das völlig aus. Genau. Die müssen nicht 20 groß kriegen. Ja, spannendes Thema. Und wenn man da dann seinen Frust hat, dann pflanze man doch eine schöne dornreiche Hecke in seinem Garten. Genau. Efeu ist auch sehr gut. Efeu, wo die Vögel sich gut verstecken können. Wobei eins noch, die Vögel, die mit der Elster evoluiert sind, das heißt, die mit ihr normal im selben Lebensraum vorkommen, das sind zum Beispiel die Dorngrasmücke oder der Zilpzalp oder die Heckenbronelle, die sind mit der Elster aufgewachsen sozusagen, ja. Evolutionär. Die können damit umgehen, die können auch ihre Brutplätze entsprechend anpassen. Die Amsel als Waldart kennt die Elster eigentlich nicht. Ja, okay. Das heißt, eine Amsel in der Hecke, Singdrossel ähnlich, oder Mönchsgrasmücke, also die ganzen Waldarten, die auch in ausladende Feldhecken gehen, wo auch die Elster ist, haben tatsächlich kaum Bruterfolg. Aber in der Stadt ist es anders, weil da können sie sich mehr verteilen. Aber so linienhaft, die Elster räumt systematisch weg. Aber das macht sie auch nur zur Brutzeit. Wenn sie selber Junge zu versorgen hat, ist ihr Eiweißbedarf groß. Und was liegt näher als konzentriertes Eiweiß, das heißt ein Ei oder auch einen Jungvogel zu nehmen, besser kann sie es nicht machen. Aber was jetzt noch dazu kommt, die Elster selber ist bedroht. Ich behaupte ja seit Jahren schon, wir finden sie demnächst auf der roten Liste. Ja. Weil, warum?
Ich mache ja auch Monitoring, ich finde kaum nur Elster. Was ich aber finde, sind die Rabenkrähen. Und die Rabenkrähe, die verdrängt die Elster. Das heißt, sie verscheucht sie, sie zerstört die Nester, sie räumt die Nester aus. Und die Elster wird also immer weiter zurückgedrängt. Und die Rabenkrähe besiedelt andererseits immer mehr auch Lebensräume, wo man denkt, also das ist eigentlich wirklich kein schöner Lebensraum hier. Aber sie patrouillieren das auch alles. So, die Elster, draußen kann sie nicht mehr. Bei der Rabenkrähe ist anders. Die Rabenkrähe hat insgesamt sehr stark zugenommen, auch durch die Eutrophierung der Landschaft. Die ist draußen genauso häufig in der Landschaft wie in der Stadt. Und reguliert sich aber selber. Also auch da braucht man keine Angst zu haben, dass die Überhand nimmt, sondern je mehr Rabenkrähen es gibt, desto weniger können brüten, weil es gibt nur eine begrenzte Zahl von Reviren. Und die marodierenden Horden, die Nichtbrüter, die versuchen also die so zu ärgern und tun sie auch, dass die kaum mehr dazu kommen, ihre Jungen großzuziehen. Das heißt, je mehr Krähen es gibt, desto geringer ist der Bruterfolg. Das reguliert sich also alles wunderbar. Gut, dann machen wir uns da mal erstmal nicht zu viel Sorgen und gucken, dass wir die Gärten ein bisschen in Schuss kriegen in Sachen Natur. Und das wäre dann das nächste Thema, um das wir uns dann gleich kümmern.